So, dann kämpfen wir mal. Wo geht's denn hin, Siegekönig? Sind wir jetzt nicht irgendwie hinterm Haus? Dann könnten wir doch hier, abgesehen von Holzklotz, auch diese Kiste finden, oder? In der, diese Waffe drin ist. Was haben wir da? Oder findet man die hier nicht? Da geht's nicht. Naja, gut, dann gehen wir jetzt erstmal mit Sigi König mit. Deswegen sind wir eigentlich hier. Vielleicht kann man das auch nachher noch machen. Sehen wir ja dann. Jetzt geht's in eine Gib's dem Unterkunftsarena. Arsch! Alter Falter. Sigi der Narr ist zurück. Und was für eine Rückkehr. Mein Kämpfer wird mächtig von sich reden machen. Der ungeheuer Töter? Wie hast du denn den zu dieser Prügelei überredet? Sigi König hat seine Mittel. Das klingt spannend. Wir machen Flotsam berühmt für seine Faustkämpfe. Sie werden Lieder von Sigi und Geralt singen. Gewinn du nur. Ich kümmere mich um den Rest. Bist du bereit? Hab sicher. Ich bin bereit. Großartig. Du wirst mich noch auf den Schultern tragen. Dein erster Gegner ist der Trockner. Sie nennen ihn so, weil er sämtliche Säfte aus seinen Gegnern brischt. Vielleicht macht er sich gleich nass. Klopf ihn durch! Gut, dass die Faustkämpfe so einfach sind durch diese Quicktime-Sequenzen. Oh, ja, direkt schon mal daneben geschlagen. Daneben gedingst. Aber die, ja, die Kämpfe sind super einfach. Ach, so ein Rotz. Deswegen, was mache ich denn? Deswegen werde ich hier wahrscheinlich auch jedes Mal gewinnen, auch wenn ich gerade total Klopf Müll ihn hier immer durch! klicke. Aber gut, das wird sich dann jetzt wahrscheinlich hoffentlich noch ändern. Sonst wäre das ein bisschen doof. Zack, ja, yeah, geiler Move. Lass dich nicht unterbuttern! Wollte er uns doch tatsächlich an den Haaren packen. Trockner, wir machen dich nass, wie Geralt schon gesagt hat. Und bam! Das war dieser hässliche Finishing Klopf ihn Move. durch! Dem hast du die Gesichtszüge neu sortiert. Na klar. Wer ist der Nächste? Mitko Einschlag. Normalerweise reicht ein Schlag von ihm aus. Dieses Vergnügen ist nichts Nein, für bist du mich. hässlich? Du hast versprochen zu kämpfen. Och, was soll denn der Rotz? Alter, du willst mich verarschen. Och, jetzt müssen wir nochmal neu laden, ey, super. Alter. Falsche angeklickt. War natürlich. Ach, jetzt habe ich das hier nochmal geladen. Ich war doch ganz klar mit der Maus auf dem anderen. Oh. Jetzt müssen wir das nochmal neu laden hier. Da, Fight Club. So. Gut, das war immerhin direkt vor dem Kampf. Das ist dann also nicht ganz so schlimm. Oh Gott, jetzt müssen wir den ersten Kampf nochmal machen gegen den Trockner und danach gegen Mirko Einschlag oder wie er heißt. Da Und können wir überspringen, bla bla, das kennen wir wir alles. machen. Gefasel zwischen Ich Loredo bin. und Sigi König und Gib's jetzt kämpfen dem wir gegen den Arsch! Trockner. Erneut. Ach, schon wieder falsch geklickt, aber gut gekontert. Bam, nimm das. Und zack. Klopf ihn durch! Diesmal noch nicht mal einmal daneben geklickt, also hab mich jetzt wieder dran gewöhnt. Das war wieder dieser komische, schnelle Schlag da. Gib's dem Arsch! Gib's dem Arsch, mach ich. Der hat aber eigentlich relativ viel Leben dafür, dass der nur so eine halbe Portion ist. Jetzt wollte er mich schon wieder am Zopf ziehen, der Typ. So, und jetzt kommt der Finishing Move. Wetten? Hoffentlich wird das nicht wieder der hässliche Klopf von ihn letztes durch! Mal. Nee, wird nicht der hässliche. Bam, bam und zack. Nice. Dem hast du. So, wissen wir, lass uns kämpfen. Bin So, auf den diesmal sind zweiten wir gespannt. richtig. Viel Glück. Werde ich nicht brauchen. Lass dich nicht unterbuttern. Das wird schon klappen. Und von dem hier will ein Schlag reichen. Tch. Mirko Einschlag, dass ich nicht lache.
Gib's dem Arsch! Dass die immer an den Zopf ziehen wollen. Ich glaube, es hackt, Leute. Nur weil ihr keine Haare habt, müsst ihr nicht Geralt sie ausreißen. Das ist ja Wahnsinn. Klopf ihn durch! Der hat gekontert, aber die Kopfnuss, die hat er nicht erwartet. Da hat ihm sein Konter nicht viel gebracht. Das war schon wieder dieser komische Angriff. Lass dich nicht unterbuttern. Oh, da ist schon der Finisher. Der ging aber schnell. Du bist die Entdeckung meines Lebens. Wir sind also füreinander geschaffen. Und ob? Aber vor uns liegt noch ein langer Weg. Dein nächster Gegner ist Schniegel, der Fransenschwanz. Nicht so beliebt? Trägt gern Kleider mit Troddeln. Letzten Monat hat er seinem Gegner ein Ohr abgebissen. Das machen alle Kloppen. Dann mal her mit dem Fransenschwanz. Klopf ihn durch! Mein Ohr bekommst nicht, Fransenidiot. Zack. Da ist er direkt schon mal zu Boden gegangen, der Noob. Das war ein Tritt in die Eier, glaube ich. Das, Lass dich nicht unterbuttern. Jetzt mach mal nicht immer diesen komischen Angriff da. So, mach mal richtige Attacken hier, Geralt. Ja, so schon eher so ein Tritt in die Seite oder jetzt so eine Kopfnuss nochmal. Zack, klopf ihn durch. Das war keine Kopfnuss, aber immerhin mal auf den Kopf. Ja, genau so, auf den Kopf immer schön drauf. Das war wieder ein Tieftritt. Oh, noch einer. Lass dich nicht unterbuttern. Und jetzt kommt der Finisher. Tatsache. Bam! Wow! Die Sounds sind auch mal witzig. Noch ein einziger und wir sind reich und berühmt. Und der ist diesmal Loredo selbst. Stanek. Es braucht 4 Leute, um ihn umzuhauen. Gut, dass ich ein Mutant bin. Den schaffe ich mit links. Unterschätze ihn nicht. Mach ich nicht. Hexe, tritt näher. Mach ich. Großartige Technik. Klar. Danke. Der letzte Kampf steht bevor. Und alle setzen auf den Favoriten. Auf dich. Außer mir. Was willst du, Loredo? Stanek muss gewinnen. Dann sind wir die wahren Gewinner. Ein Drittel des Einsatzes gehört dir. Das ist kein Vorschlag. Deine Mutter. Ich verstehe. Du bist ein Betrüger. Deine Meinung interessiert mich nicht. Du sollst den Kampf verlieren. Verschwinde, alter Mann. Vergiss es, ich mach dein Blatt. Was ist das denn für einer? Der sieht aber nicht gerade gefährlich aus. Zack. Lass dich nicht unterbuttern. Was ist das? Der hat ja gar keine Muskeln oder irgendwie. Ups, verklickt. Aber dafür den Konter, der ist dann gelungen. Klopf ihn durch! Ich habe jetzt mit so einem richtig übelst dicken Kerl da gerechnet, ey. Da kommt hier so ein alter Opa. Da wäre ja Xardas stärker im Faustkampf wie der Kerl hier. Und dafür braucht es 4 Leute, um die umzuhauen. Der hat nur nie verloren, weil er mit Loredo hier gemein dingst. Bezahl. Da hast du dein Geld. Die Wachen bringen dich zum Tor. Das wirst du bereuen. Das sehen wir dann. Meine Nase hat's ja gesagt. Gewonnen. Gib mir, was mir zusteht. Zuerst das Vergnügen. In jeder Kneipe freie Runden. Ganz zu schweigen von den Mädels. Bumst sie für mich mit. Wir haben ja keine Zeit. So, dann holen wir uns wieder unsere Ausrüstung. So. Zack. Fernkampfwaffen, wo machen wir die rein? Geht gar nicht. Gut, Rüstung, kurze Handschuhe und unsere Lederjacke. So, das hätten wir. Fight Club, Quest abgeschlossen. Nice. Und, achso. Was machen wir denn als nächstes? In den Fängen des Wahnsinns. Was ist das denn nochmal? Ah, das ist das mit den Typen da. Die in das Haus rein sind. Das machen wir dann jetzt mal als nächstes. Also rennen wir jetzt dahin. Jetzt fällt mir gerade auf, dass mit Loredo könnte ja sogar Auswirkungen haben, dass wir dem da jetzt nicht, dass wir nicht das gemacht haben, was er wollte. Aber naja, es ist zu spät. Jetzt habe ich schon gemacht.
Und hier in diesem Zwischenort hier leckt's wieder wie Sau. Achso, das war wegen dem Speichern da gerade. Stimmt. So, und dann... Was ist das? Oh, da kämpft irgendeiner gegen Viecher. Dann helfen wir dem nochmal. Und wir haben die falsche Waffe. Und wir sind auch noch vergiftet. Sehr schön. Besser kann's ja gar nicht laufen. Moment. Wir helfen dem Typ natürlich auf jeden Fall hier. Das war das Falsche. Igni wollte ich. Zack. Brenn, du Vieh. So. Zack. Und da war es noch ein Vieh. Die kommen ja immer wieder. Oder was? Verbrenne. Oh, wir haben nicht mehr allzu viel Leben hier, aber hat geklappt. Puh, das war eng. Und hier können wir das da untersuchen, oder was? Ja, sehr schön. Da haben wir ein bisschen was bekommen. Hier auch. Sind zwar fast draufgegangen bei diesem Einsatz, aber der kam ja auch ziemlich überraschend. So, und dann geht's hier runter. Das sollte der richtige Weg sein. Aber wir speichern jetzt zuerst mal. Nach diesem kleinen, ja, eher nicht gewollten Kampf. Zufälligen Kampf. So. Ist zwar auf der Minimap nicht eingezeichnet, aber hier ist ein Weg und der führt nach unten. Also sind wir hier scheinbar richtig. Und, irgendwie zeigt uns das Spiel an, wir wären in einem Kampf. Was Unsinn ist, weil wir das nicht sind. Oh, fuck, da war eine Falle. Die habe ich gar nicht gesehen. Ah, indem wir Z drücken, können wir Fallen in der Nähe entdecken. Jetzt müssen wir hier hoch. Und da ist es ja schon fast. Wir sind schon da. Endlich naht Hilfe. Ich dachte schon, es sei um mich geschehen. Was ist mit dir? Mit mir nichts. Aber mein Freund ist in diesem verfluchten Spital geblieben. Cedric sagte, es seien zwei Leute nicht aus den Ruinen zurückgekehrt. Ich bin Rupert Brandhuber, Medikus aus Edirn. Mein Freund und ich suchen nach seltenen Heilpflanzen. Dieser Wald ist nicht gerade der ideale Ort dafür. Man hat uns gewarnt, aber wir haben es in den Wind geschlagen und sind zur Ruine gegangen. Keine Spur von Kräutern, aber da unten war etwas Grässliches. Ich konnte fliehen, aber Gridley... Was war das? Hörst du? Das ist Gridleys Hund. Spürst du das auch? Da kommt etwas. Rette mich! Kommt da jetzt wirklich was? Wieso?